Die machen wir direkt ab. Und danach kümmern wir uns um die andere Quest. Du bist zurück. Hast du ihre Lager schon beseitigt? Ich habe alle gekriegt. Wie ich gedacht hatte, war das ein Kinderspiel für dich, Ehrenritter. Ich will zugeben, dass diese Schatzräuber sehr hartnäckig sind. Jeder hat in diesem Sturm Deckung gesucht. Sie, auf der anderen Seite, hatten die Verwegenheit, hinauszurennen und Dinge zu stehlen. Wenn sie diese Beharrlichkeit doch nur bei anderen Dingen hätten. Okay. Ah, warte mal, fällt gerade ein. Ich habe ja noch was bekommen. Jetzt muss ich nur gerade suchen, wo es ist. Da. Apfelschmorfleisch aus dem Norden. So, das auch, obwohl ich da noch nicht genau weiß, wofür es ist. Traumlösungsmittel. Ein Gegenstand, der in der Lage ist, die Erinnerungen und Prüfungen gewonnenen Materialien zur Verbesserung von Figuren in jede beliebige Form zu verwandeln. Ah, okay. Und was sind das für Fallen, bitte? Jagdfallen. Wird zum Fangen wilder Tiere einer gewissen Größe verwendet. Suchst du vorsichtig. In der Wildnis danach kannst du auch eine solche Falle herstellen. Lege sie vorsichtig ab und verstecke sie. Aha. Okay. So, ich hatte jetzt gedacht, wir machen die, die hier ist. Irgendwo. Irgendwo sollte hier eine sein. Warum wird es mir nicht vorher schon angezeigt? Egal. Hey, du bist ja bis auf die Knochen durchgefroren. Hol dir etwas zu essen und wärme dich auf. Ich bin hier wegen meiner Gulaschsuppe mit Gemüse. Oh! Stimmt, wir hatten eine Quest, wo wir, glaube ich, hier was wieder abholen mussten oder so. Gerade rechtzeitig, es ist alles fertig. Bitte sehr, wie versprochen. Iss es, solange es heiß ist. Nicht vergessen, warmes Essen ist, ist ein Abenteurer-Treibstoff. So, ich vermute mal die andere Quest, die hier sehr nah war, das ist die von ihm wieder. Mysteriöse Silhouette im Schnee. Hoffnung. Das heißt, wir gehen wieder auf den Berg, Leute. Yay. Können wir Papa dieses Mal wirklich finden? Hast du schon von deinem Vater gehört? Reisender, du bist es. Palat hat mir gesagt, dass Onkel Cyrus anscheinend Neuigkeiten über meinen Vater gefunden hat. Obwohl er sich noch nicht sicher war. Palat sagte, dass die Hinweise, die sie dieses Mal gefunden haben, so gut waren, dass sie meinen Vater tatsächlich finden könnten. Ich würde gerne mit ihnen auf den Drachengrat gehen, aber Cyrus sagt, dass ich im Lager bleiben soll und dass sie es mir sagen werden, sobald sie mehr Neuigkeiten haben. Großartig, Reisender. Könntest du zu Onkel Cyrus gehen und ihn um Informationen für mich bitten? Ja, sicher doch. Warum gehst du ihn nicht selber fragen? Nein, ich mach das für ihn. Ich habe Angst, schlechte Nachrichten zu hören. Ich bitte dich, Reisender. Hab ich doch schon gesagt, ich mache. Jetzt muss ich wieder zurück nach Mondstadt. Hä? hier übrigens, mir wurde jetzt gerade angezeigt, dass ich dass ich hier wieder was holen kann jetzt. Kann ich das eigentlich auch in Liyue oder ist das nur hier möglich? Weil zum Beispiel diese, wo ich meine anderen Leute auf Begleitung, auf Mission schicken kann, wie zum Beispiel hier so Materialien holen oder so.
Das kann ich ja in jeder Stadt, von jeder Stadt aus machen, auch für andere Städte. Aber ich bezweifle irgendwie, dass ich das mit dem Ruf auch in anderen Städten machen kann. Banditenfänger und ha, frisches Fleisch. Okay, so viele Aufträge sind das gar nicht mehr jetzt, die ich von den Bewohnern hier habe. Gut, es waren sowieso nie viele. 22 ist, finde ich, eigentlich relativ wenig. Vor allem hätte man ja machen können, keine Ahnung. Ich sag mal, als Beispiel mit Welten Level 4 oder so gibt es dann nochmal 5 Questen oder so. Aber ja. Ich kann nicht glauben, dass es in dieser Gegend ist. Palat, bist du sicher? Ich bin mir ganz sicher, Cyrus. Sprichst du von Joels Vater? Ist das nicht der Reisende? Sieht aus, als kämst du wegen Joel. Der Junge, der jeden Tag b Leute bittet, Informationen von mir zu bekommen. Doch dieses Mal werde ich ihm eine gute Nachricht überbringen. Vor einiger Zeit hat unsere Abenteurergilde ein Spezialtraining auf dem Drachengrat organisiert. Ich werde alles weitere erklären, Cyrus. Auf dem Weg zu dieser speziellen Trainingseinheit wurde ich wegen des Windes und des Schnees von meiner geplanten Route abgelenkt. Als ich die Route zurückkehren wollte, sah ich plötzlich eine verschwommene Gestalt auf einer Klippe. Zuerst dachte ich, es sei ein Abenteurer, der sich wie ich verirrt hatte, und rief ihm etwas zu. Doch bevor ich die Aufmerksamkeit des Mannes auf mich ziehen konnte, zog mein Schrei zuerst Monster an. In dieser Umgebung hatte ich nicht das Selbstvertrauen, diese Monster zu bekämpfen, und musste mich erst einmal zurückziehen. Als ich zurückkam, erzählte ich Cyrus davon. Ist diese Gestalt der Vater von Joel? Oder vielleicht war es ein weiterer verirrter Abenteurer. Auch möglich, aber wir hoffen mal darauf, dass es Joels Vater ist. Wir können nicht sicher sein. Egal, zumindest wissen wir jetzt, dass jemand auf dem Drachengrat gefangen ist. Daher glaube ich, dass eine Rettung angebracht ist. Ob dieser Mann Joels Vater, Herr Josephs, ist oder nicht, ist reine Glückssache. Wie auch immer, ich habe bereits alle, die den Drachengrat erkunden können, losgeschickt, um sich auf die Suche zu machen. Ich werde mich auch bereit machen und später an der Such- und Rettungsaktion auf dem Drachengrat teilnehmen. Wir können doch auch zusammengehen oder ich werde die Monster vernichten. Ich habe nicht wirklich Bock, auf einen NPC aufzupassen, deswegen mache ich mal das Zweite. Ich werde die Monster vernichten. Willst du helfen? Gut, dann lass uns gemeinsam loslegen. Nein, das wollte ich doch nicht. Gut, dann lass uns gemeinsam loslegen. Okay. So, Drangrad. Ja, machen wir da. Das ist ja hier drin. Ja, aber gut, vielleicht muss ich ja. Ah, nee, ich muss sogar hier rum. Ja, passt, perfekt. Nice. Was ist denn los, hä? Ein Problem mit deinem Schild? endlich ist es in der Umgebung ein bisschen sicherer geworden. Danke. Über Josephs. Josef. Leider habe ich im Moment keine neuen Hinweise gefunden. Aber da hier alles sicher ist, werde ich weitersuchen. Bitte geht zuerst zurück zur Gilde und sagt Cyrus, dass ich die Suche eingeleitet habe.
Wie oft soll ich denn noch immer hin und her porten zwischen den beiden Dingern? Ey, ist das ätzend. Ja. Ja. Reisender, du bist ja wieder da. Pallad hat mit dem Suchen angefangen. Oder können wir die Person wirklich finden? Ich sag das Erste. Nun, der Kerl kann immer noch ab und zu etwas Anständiges machen. Nachdem ich die Informationen, die ich habe, sortiert habe, werde ich auch auf den Drachengrat fahren. Fahren? Wir haben Fahrzeuge? Seit wann? Um den jungen Joel zu treffen und ihm alles genau zu erzählen. Reisender, sag Joel bitte, dass ich gleich da sein werde. Ich werde einige Zeit brauchen, um die Informationen zusammenzustellen. Nicht, dass er ungeduldig wird. Hey. Da wäre ich fast an ihm vorbeigelaufen. Hast du was Interessantes mitgebracht? Ich erzähle Joel, was Cyrus gesagt hat. Das heißt, Cyrus hat meinen Vater noch nicht gefunden. Vertraue Cyrus oder es gibt schon eine Spur. Ich sag vertraue Cyrus. Nun, ich weiß. Ich werde Cyrus genauer fragen, wenn er da ist. Danke. Wo bist du, Papi? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. So, was haben wir noch für Questen? Haben wir vielleicht direkt schon die nächste hier? Nee, leider nicht. Der Zahn der Verderbnis in 400 Metern. Wo ist denn das? Okay. Okay, ich glaube, das macht mehr Sinn, von da dahin zu gehen. Ich glaube, mit der haben wir schon mal geredet, ne? Die Absicht nicht in den Schnee, damit ich nicht direkt schon wieder den Kältebuff kriege. Da ist so ein Magier, das missfällt mir. Hab ich den ernsthaft eingefroren? Wie habe ich das denn gemacht? Oh. Oh Gott, ich hasse dieses Einfrieren von denen. Oh shit. Oh, come on. Gott, ich hasse es. Ja.
Ich hasse den Kältebuff, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja.